Hubert, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man Honeyboy von den Beatles als Solostück auf der Akustikgitarre spielen kann. Ich beginne mit dieser kleinen Einleitung. 3, 4. 3, 4. Dann kommt 2 Takte lang der G-Griff. Diesen Dreier macht jeweils der kleine Finger der linken Hand. Ich spiele beide Takte zusammen, ganz langsam. 3, 4. Kommt ein E-Griff, ganz besonderer. Ich habe den Zeigefinger auf dem ersten Bund der 4. Seite, lasse den Dreier liegen und mit dem kleinen Finger spiele ich diesen Dreier. Und dieses Zeichen bedeutet, dass ich ganz leicht auf die Saiten klopfe. Ich spiele die ersten 3 Takte im Zusammenhang. 3, 4. 7. Ich brauche nur diesen Zweier auf der 4. Seite. 3, 4. 3, 4. Jetzt geht es in ein D7. Das dürfte ein F-Griff sein. Ich spiele die komplette erste Zeile mit der Einleitung. 3, 4. Der Schluss mit G, ich spiele beide Takte zusammen. 3, 4. Ich spiele es vom Anfang an bis zum Ende des ersten Schlusses. 3, 4. Das Ganze, und dann kommt der 2. Schluss, ich spiele diese 2 Takte des 2. Schlusses, 3, 4. Dann kommt ein E-Moll mit dem kleinen Finger, der den Dreier spielt. 3, 4. E-Moll 6, 4er im Bass.
G-Griff. Kleine Figur. 3, 4. Ich spiele es vielleicht vom zweiten Schluss bis zu dieser Figur. 3, 4. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.